Da bin ich wieder. Schön, dass du wieder da bist bei mir bei ASMR Emotions Ina. Ich war einkaufen bei DM und habe mir ein paar tolle Sommer-Highlights für mich mitgenommen. Bisschen gestöbert, so bei Limited Editions oder extra Sommer-Editions. Und die schauen wir uns jetzt zusammen mal an, würde ich sagen. Man könnte ja in DM 1000 Sachen kaufen. 1000 schöne Sachen, die das Leben schöner machen. Unbezahlte Werbung. Alles selbst gekauft. Dann schauen wir mal. Vielleicht kennt ihr auch schon ein paar Sachen davon. Und könnt berichten. Oder aber ihr fühlt euch animiert und geht auch zu DM. Ich bin ganz ehrlich, ich schaue mir solche Videos selber total gerne an. Wenn Mädchen, Frauen, Männer, Jungs irgendetwas vorstellen, was sie, also ein kleiner Haul, was sie gekauft haben. Ich finde es immer irre interessant und so lernt man manchmal auch so ein paar neue Produkte kennen. Okay, dann geht's mal los. Jeden Sommer kaufe ich mir bei Balea ein Wasserspray. Diesmal sogar eins mit Duft. Das ist das Wasserspray Berry für Gesicht und Körper. Ich finde es wirklich immer total schön und angenehm. Braucht man es? Nein. Man kann sich auch eine Sprühflasche mit Wasser machen. Aber ich finde es immer ganz gut, auch wenn es so richtig, richtig heiß ist, auch wenn die Wohnung so aufgeheizt ist. Dann sprühe ich mir da gerne immer so ein bisschen was. Ins Gesicht. Ich muss sagen, der Berry-Duft ist auch wirklich dezent. Also ist nicht übertrieben mäßig süß oder so. Ganz dezent. Das wäre das. Also wie gesagt, das habe ich eigentlich jedes Jahr. Aber sonst hatte ich das immer nur pur. Und diesmal mit Berry. Also für den ganzen Einkauf habe ich ungefähr 30 Euro ausgegeben, plus minus. Ja, 1-2 Euro mehr. Dann habe ich mir gekauft, die habe ich jetzt schon aufgemacht und probiert. Meine Mom, diese Bonbons, Mango-Orange, die sind auch super, super lecker. Nicht zu süß. Die haben einen flüssigen Kern. Da fällt mir ein, ich habe ein Produkt im Wohnzimmer zu liegen. Und zwar habe ich mir die Malzbonbons gekauft. Das Blockmalz. Ich liebe Malzbonbons. Die habe ich mir auch bei DM gekauft. Die sind aber auch sehr, sehr lecker. Ja. Dann diese Kurkuma-Kapseln mit Vitamin D. Und
Was war noch? Irgendwas war noch drin. Die sind sehr gut. Die benutze ich schon ein, zwei Monate, weil ich habe immer so zu tun, so mit so Blähbauch, ganz schlimm. Und manchmal auch Verstopfung. Und Kurkuma und Ingwer ist ja sowieso so ein Wundermittel, was eigentlich fast gegen alles ist. Auch so gegen Entzündungen, Arthritis, Rheuma, andere Entzündungen im Körper oder eben auch Magen-Darm und generell auch für das Immunsystem. Und die sind zwar ziemlich groß, die Kapseln. Manchmal vergesse ich sie auch, dass ich meinen Tag nicht nehme. Meine Mutter nimmt die zum Beispiel auch. Die hat so einen Schnappfinger oder Daumen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ich glaube, es heißt sogar Schnappfinger. Daran hat sie sich auch schon zweimal operieren lassen. Und selbst sie sagt, dass sie so, also es, bei ihr hat es ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, so 1,5 Monate, bis so die Wirkung eintrat, muss man auch geduldig sein. Sie hat da nicht mehr so die dollen Schmerzen. Ja, aber die sind gerne auch immer ausverkauft. Aber kann ich empfehlen. So, dann habe ich gekauft von Alverde ein Bodyspray mit Pfirsichduft. Das mag ich sehr, sehr gerne und nicht nur im Sommer. Das ist auch für Gesicht und Körper. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Und Pfirsich sowieso. Das ist recht lecker. Dieser Einkauf, der ist auch ziemlich pfirsichlastig. Werdet ihr gleich sehen. Ich glaube, da habe ich sogar zwei von gekauft. Das wollte ich unbedingt haben. Das ist so ein After Sun Golden Glow Pflegeöl. So mit so Glitzerpartikeln. Dann schimmert das so schön. Das war das. Ich weiß nicht, ob man das sieht, dass das so ein bisschen glitzert. Doch, sieht man, glaube ich, ne? Ja, das fand ich total schön. Weil vielleicht schaffe ich es dieses Jahr auch noch eins mehr. Kann man auch natürlich so auftragen, wenn man möchte. Schaut mal, das ist so orange. Das ist ein total angenehmer Duft. Auch wieder so ganz dezent, nicht so übertrieben. Das mag ich sowieso nicht so. Ich weiß nicht, ob man das sieht, dass es ein bisschen glitzert. Bisschen, ne? Es kommt nicht so rüber über die Kamera, aber doch, also ich sehe das sehr. Aber so die Lichtverhältnisse sind hier gerade nicht die besten. Da freue ich mich sehr drüber. Das wollte ich auch unbedingt probieren. Dann habe ich mir gekauft Pfirsichduft. Körperlotion mit Pfirsichduft, Sommerglück, vegan, zarte Bräune, ist auch so eine Limited Edition.
die hinterlässt dann so eine zarte Bräune halt, ne? Mhm. Riecht auch total angenehm. Meine Nase juckt. So. Dann habe ich... Ja, das... Nee, das ist ein anderes. Ist gar nicht das gleiche. Das ist auch ein Body Spray mit Pfirsichduft. Mit einem zarten Schimmer. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Gut, ne? Dass da auch so ein paar Glitzerpartikel drin sind. Also es sind wirklich alles so Sachen, die ich jetzt so für den Sommer haben wollte. So schaut das aus. Dann habe ich auch wieder diese Limited Edition Körperlotion mit Pfirsichduft. Ein zarter Schimmer. Eine Body Lotion. Ich mag Pfirsich sehr gerne. Oh ja, das riecht ein bisschen kräftiger mal, so nach so Plattpfirsiche. Freue ich mich sehr drüber. Ist auch vegan. Sehr schön. Wisst ihr hin, sind alles Limited Editions. Jetzt kommen wir dann auch langsam zum Ende. Achso, und den wollte ich mal ausprobieren. Das ist der Kopfschmerz Roll-On. Kann man auf die Stirn, Schläfen und im Nacken. Den wollte ich mal ausprobieren. Ich nutze ja gerne solche Roll-Ons für Kopfschmerzen. Habe ich auch. Zeig mal. Was gut ist, ist so eine metallende, wie sagt man dazu, metallische Kugel, die dann wahrscheinlich gleich auch ein bisschen kühlt. Oh ja. Oh ja, das ist richtig, richtig kühl. Oh ja, das ist echt angenehm. Wow. Oh wow. Da bin ich ja richtig begeistert gerade. Der Duft ist gar nicht so. Ich hätte gedacht, dass der stärker ist, weil ich habe ja auch solche Roll-Ons, aber von einer anderen Firma, wo so Eukalyptusöl und Menthol und Kampfer drin ist, die benutze ich ja auch. Die riechen sehr, sehr stark eigentlich, aber der gar nicht. Aber der hat einen super, super kühlenden Effekt. Wow. Bin ich jetzt sehr überrascht. Cool. Bisschen was habe ich noch. Ich habe noch ein anderes Wasserspray. Exotic. Ich mag das immer ganz gerne. Also das mache ich auch gerne im
im Winter vor dem Schlafen gehen oder nach dem Aufstehen, so als ersten so frischer Kick für die Haut und für mich. Ja. Also ich habe mich richtig gefreut über die Produkte, weil die wollte ich total gerne auch ausprobieren. Die hatte ich mir vorher schon so ein bisschen rausgesucht. Genau, und das habe ich doppelt. Dieses Body Spray und Gesichtsspray. Mhm. Das sind ja immer nur so Limited Edition. Letztes Jahr habe ich jetzt auch gerade alle gemacht. Was war das noch? Grapefruit Basilikum oder Grapefruit Pfefferminz oder so oder Minze. Das war auch sehr gut. Und dann habe ich mir den mal geholt. Ich bin mal mutig, dass ich den mal in einer anderen Sorte genommen habe. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich benutze sehr, sehr gerne Dove und Nivea Spray. Aber eigentlich immer nur die Originale, weil dieses ganze andere Gedöns, so Zitrus und keine Ahnung, Lavende, bla und alles mögliche, die ganzen Sorten, das ist nicht meins. Ich mag diesen typischen Geruch, den Dove-Geruch und Nivea-Geruch. Und jetzt habe ich mir den mal mitgenommen. Der soll einen Puderduft haben, also das mag ich eigentlich sehr gerne. Schauen wir mal. Ja, ist okay, aber ich glaube, ich würde den mir jetzt nicht nochmal kaufen, weil ich mag den Eigenduft einfach viel, viel besser, den originalen Duft. Ist aber okay, aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir nochmal holen würde, also in dieser Sorte. Ist okay, aber original ist besser. Und ich konnte nicht widerstehen bei Balea Lippenpflege Sweet Mango mit Mangoduft und Avocado-Duft. Ich habe mich jetzt auch nur verleiten lassen, weil es halt eine Limited Edition ist. Ich vertrage ja so eine ganzen, also Lippenstift und Lippenöl oder Pomaden und das alles, das vertrage ich nicht. Ich bekomme immer um den Lippen dann immer Pickelchen und auch richtig schmerzhafte Pickelchen. Aber ich habe jetzt mal, ja, probiert. Ist ganz angenehm. Ich hätte ihn mir sogar stärker vorgestellt, den Duft oder den Geschmack. Ist okay. Ich habe ganz früher immer gerne den BB-Stift genommen. Den ganz einfachen, originalen. Den habe ich, glaube ich, auch vertragen. Aber ist jetzt auch schon bald 20 Jahre her, ne? Okay, give it a try. Ist okay. So. Das war's auch schon, meine Süßen. War was für euch dabei? Oder kennt ihr irgendwie schon was davon? Wie gesagt, die Malzbonze fehlen noch. Und ja, ich bin total happy mit meinem Einkauf. Eine Sache hatte ich noch vergessen, das wollte ich kaufen. Und zwar gibt es, glaube ich, ein Rasiergel oder Rasierschaum
Melonenduft. Melonenduft mag ich auch total gerne oder Melone generell. Wassermelone, Honigmelone. Ja, dann das nächste Mal. Dann hoffe ich, dass ich euch vielleicht ein paar Anregungen geben konnte und euch das Video gefallen hat. Und vielleicht kennt ihr ja schon eins der Produkte, könnt ihr mal schreiben, ob ihr eins gut findet oder nicht so gut oder was ihr mir noch empfehlen könnt. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier bei einem neuen Video. Wenn ich dann wieder sage, welcome back to my channel, ASMR Emotions Ina. Bye bye, fühlt euch gedrückt. Passt auf euch auf und seid lieb zueinander. Ciao, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thanks for watching.